Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist RJEVM. Ich bin Musikerin, ich komme aus Österreich. In diesem Video möchte ich nochmal eine Erklärung dazu abgeben, nachdem sich in der letzten Zeit wieder einige die Frage gestellt haben und somit auch einige Male die Frage an mich gelangt ist, wie und wo diese Manuela den Michael Patrick Kelly, den Benny Kelly von der Kelly-Familie kennengelernt hat. Ich mache das jetzt ein allerletztes Mal, also hört gut zu. So. Ich bin damals in eine mittlere Schule in Landeck in Tirol gegangen. Was ich ganz kurz sagen wollte, ist, das ist eine dreijährige Schule gewesen. Ich habe 4 Jahre gebraucht, weil ich sitzen geblieben bin in Rechnungswesen. Der zweite Punkt ist, ich wollte in die Schule gar nie gehen. Meine Mama hat mir das vorgeschlagen und wollte, dass ich in diese Schule gehe. Ich wollte es nur sagen und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, man hat den Abschluss geschafft und hin und her. Aber der Fakt ist, ich wollte diese Schule nicht gehen und meine Mama wollte das für mich. Und ich weiß davon und meine Mama weiß davon, ich habe das jetzt auch noch gesagt. Ich will es gesagt haben, weil das ist für mich wichtig. So. Eine Schulkameradin in dieser Schule ist kurz vor der Abreise gemeinsam mit ihrer Mutter nach Medjugorje gestanden, dem Pilgerort in Bosnien-Herzegowina. Sie wollte nicht alleine fahren und hat mich gefragt, ob ich mitfahren möchte. Ich habe den Ort selber nicht gekannt und habe aber im Internet damals aufgrund der Kelly Family gelesen, beziehungsweise aufgrund dem Lied Pray, Pray, Pray von Betty Kelly, wo eben diese Zeile war: There was a lady of Medjugorje sent to pray. Also von dieser Sache habe ich es gekannt. Und dass man eben, es ist gestanden, dass eben bei einem Jugendfestival, glaube ich, 1, 2 oder 3 Mitglieder der Kelly Family da mal mitgestaltet haben. Ich weiß es nur so viel. Und habe mir gedacht dann, wo meine Schulkameradin mich gefragt hat, ja, ich möchte gern mit. Ich war immer offen für Reisen im europäischen Raum und auch außerhalb, für neue Länder kennenzulernen. Und wenn es in Verbindung mit der Pilgerreise ist, war auch kein Problem für mich. Ich war neugierig, ich war offen und habe zugesagt. Und dann hat ihre Mama und meine Mama Kontakt aufgenommen. Und dann sind wir uns einig gewesen, dass ich dort eben runterfahre. So, wo ich dort unten war, in Medjugorje, da haben wir ja in einem Hotel sozusagen gewohnt, also in einem Hotel für diese Reisegruppe. Und haben dort dann den Tag verbracht, also ich mit meiner Schulkameradin gemeinsam. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir uns in Medjugorje sozusagen aufgehalten haben und dass ich dann gefragt habe, zum Beispiel so in gewissen Geschäften, ob sie die Kelly Family kennen oder ob sie wissen, wenn diese Kelly Family nach Medjugorje kommt, wo sie sich dann sozusagen aufhalten. Das habe ich gefragt, und aber ich habe nicht gewusst, dass in der Zeit irgendein Kelly-Mitglied unten ist. Ich wollte nur wissen, wo sie sich aufhalten, oder weil da eben im Internet gestanden ist, sie haben den Jugendfestival mitgestaltet. Und dann hat es mich interessiert, wo und wie und was für Kontakte sie haben oder wo, was für sie. Es ist interessant, weil die Kelly Family ist natürlich ein prominenter Status sozusagen, ein berühmter Status, und wenn man sagt, sie kommen jetzt nach Medjugorje, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie halt in verschiedenste Hotels sich einchecken, sondern dass da wahrscheinlich irgendwelche Verbindungen und Kontakte stehen. Und das war einfach als Interesse. Aber viele haben gesagt, sie kennen den Namen Kelly Family und sie haben auch gehört, dass da beim Jugendfestival, dass sie da mitmachen. Wir haben vielleicht in 2 Geschäfte gefragt. Und dann mehr nicht. Auf alle Fälle ist es dann so gewesen, dass eben bei, es war immer am Abend eine Kirche um die gleiche Uhrzeit, wo dann alle gekommen sind oder gegangen sind, von der Reisegruppe halt hauptsächlich. Und dann ist es so gewesen, dass wir eben bei dem Gottesdienst waren, weil da viele andere, hunderte und vielleicht sogar tausende Leute waren.
Und dann ist es so gewesen, dass vor der Kirche draußen bei dem Platz, dass wir da so gestanden sind. Und ich weiß nur, dass das so ein Gefühl war, wo es da so war, jetzt, bei mir war das jetzt. Und davor habe ich mich umgedreht und dann ist wirklich da bei der Kelle gegangen mit einem weiteren Mann, mit seinem Freund sozusagen. Der was eben auch ein Geschäft, ein Schmuckgeschäft in Medjugorje besitzt. So schaut die Realität und die Wahrheit und der Fakt aus. Auf alle Fälle sage ich für mich das Gefühl, weil viele sagen, sie glauben nicht an Gott oder an die Maria-Erscheinungen oder an die Pilgerorte. Ich weiß für mich, dass da irgendwie sowas war, jetzt, auf einmal schaue ich um mich und dann war das war wirklich so bei mir. Da, ich habe Respekt vor dieser Sache, weil da irgendwie sowas jetzt war und dann schaue ich irgendwo rüber und auf einmal geht da bei die Kelle. Und dann natürlich habe ich auch dementsprechend reagiert, boah, Betty, war Wahnsinn, und bin dann hingegangen zu ihm und er stand zu mir, what's your name? Und ich sagte Manuela und dann haben wir gleich so Kontakt aufgenommen, halt so gesprochen, ich habe gesprochen, er gesprochen. Und dann hat er gesagt, okay, ein Vater unser und ein Gegrüß heißt du Maria für mich, hat er dann gesagt. Dann habe ich es gebetet, ist kein Problem für mich. Und dann ist er weitergegangen, ich wieder zu dem Schmuckgeschäft sozusagen von seinem Freund. Weiters ist so, dass ich dann gleich zu ihm gesagt habe, ob er mit mir dann mal was trinken gehen möchte. Und er hat ja dann gesagt, ja, er ist ein paar Tage noch her und wir können uns dann sicher sehen. Und er hat gesagt, der Ort oder der Platz ist nicht so groß und wir sehen uns sicher. So ungefähr war das. Und wir haben uns dann auch, wie gesagt, einen Tag später wieder gesehen und dann ist der Kontakt weitergegangen. Was ich noch ganz kurz sagen will, ist, dass diese Sache mit, wo ich gesagt habe, dass vor der Kirche, dass da so ein Gefühl bei mir war, oder dass es so war, jetzt, auf einmal schaue ich rüber und der Bellikelli geht da wirklich, dass da ich mit anderen auch darüber geredet habe und sie gesagt, ja, nur weil du den Typen da unten gesehen hast, heißt das für mich nichts mit den Maria-Erscheinungen oder mit den. Das habe ich auch nicht gesagt, ich sage das auch nicht. Da gibt es viel Zweifel und viele sagen, sie glauben das nicht oder alles Mögliche. Aber für mich, es könnte gewesen sein, dass das bei uns in Innsbruck gewesen wäre. Oder dass das in Hamburg gewesen wäre oder in Köln oder in einem anderen Land, in Italien oder in Frankreich oder in egal wo. Dass ich sozusagen da gestanden bin und dass da jetzt irgendwie so das Wanderschall rüber und da geht da. Ich schwöre, das war wirklich so. Und ich bin natürlich gleich rübergegangen. Ich habe gleich auch mitreagiert mit dieser Aktion oder Situation, was da in mein Leben reingekommen ist. So, dann gibt es natürlich andere Leute, die was dann sagen, das hast du gewusst, dass der in der Zeit da unten ist. Das finde ich auch schon wieder mal völlig, wie soll ich sagen, ich möchte das gar nicht beurteilen, den Satz. Fakt ist, dass ich das nicht gewusst habe, dass der Betty Kelly in der Zeit, in diesen Tagen, in diesen Monaten da unten geht oder da unten ist. Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Fakt war, dass da eine Mitschülerin gegangen ist, dass ich im Internet da vielleicht einmal drei Sätze gelesen habe. Kelly Family treteten beim Jugendfestival auf. Drei Mitglieder, so ungefähr war das, drei Mitglieder der Kelly Family treteten beim Jugendfestival in Medjugorje auf. Und nachher Betty Kelly brachte das Lied. There was a lady of Medjugorje sang to pray. Das war, und da war es nicht nur ein drittes vielleicht. Oder vielleicht waren es nur zwei Sachen. Und nicht, ich habe da gewusst von dem Ort oder von den Kontakten der Kelly Family oder dass der Betty Kelly in den Tagen da beim Flughafen eincheckt und wieder auscheckt oder irgendwelche. Das bitte! Und all das sagt einer zu mir, das hast du gewusst, dass der da unten war. Das stimmt doch überhaupt nicht. So, das möchte ich auch noch sagen. Was für mich wichtig ist, weil es da dann wieder Leute gibt, die was das in Frage stellen und alles und das einfach wieder, ja, ich möchte das gar nicht beurteilen, dass, wenn das jetzt die Person irgendwie in Frage gestellt hat. Auf alle Fälle ist es so, dass ich den Betty Kelly in Medjugorje gesehen habe, es war im Jahr 2003 im Mai. So, weiter geht's, der Betty Kelly ist jetzt verheiratet mit der Joelle Farid. Oder Verret, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist nicht so wichtig. Der zweite Punkt ist, dass diese Frau auch in Medjugorje war. So ein Zufall, oder wie man sagt, wie klein ist die Welt. Ich triff ihn zufällig in Medjugorje und er ist da unten wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihr und heiratet sie dann noch später, 10 Jahre später. Und ich war unter Anführungsstrichen verliebt in ihn und na, wow, was für ein Chaos.
Auf alle Fälle war sie auch da unten und Betty Kelly hat sie mir vorgestellt oder umgekehrt. Sie mir vorgestellt oder mir sie vorgestellt. Was geht ab im Leben? Okay. Das ist auch noch gewesen. So, was ich sagen wollte, das war meine Erklärung dazu, wie ich den Betty Kelly von der Kelly Family kennengelernt habe. Ich habe ihn nicht auf einem Konzert kennengelernt, auch nicht bei einem Backstage-Bereich, auch nicht im Zug, auch nicht im Flugzeug, auch nicht am Flughafen, auch nicht bei einer Veranstaltung. Und hin und her, es war in Medjugorje, wo er 5 oder 4 Tage im Mai zu Pfingsten 2003 unten war. Und ich war eben auch zufällig mit meiner Schulkameradin und ihrer Mutter und der Reisegruppe aus Landeck und Imst in Tirol. So, ich glaube, es ist an der Zeit, dass man das irgendwann alles aufdeckt, Fakten herredet, weil das ist jetzt schon sehr lange, das ganze Spiel. Das war meine Erklärung dafür und ich hoffe, ihr seid jetzt aufgeklärt genug.